Ich hole mir trotzdem noch. Wie viel haben wir denn noch? 4. Ah, so tut man so werfen. Das ist, wenn man zurückdrückt. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit gesucht, wie man so wirft. Ich dachte, das wäre, wenn man nach oben drückt. Ah, jetzt weiß ich mehr. So, wie viel haben wir hier? 9. Also es gibt, glaube ich, 1, 3, 6, 9. Glaube ich. Es gibt keine 7 oder so, die man kriegen kann. Das ist dann halt 1, 3, 6, 9. So, wo sind wir jetzt hier? Ah. Wie man sieht, grüne Fläschchen. Und, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie man da hinkommt, aber man sieht, da ist so Gebröckel, was da runter tropft. Ich weiß nicht, ob man mit Anlauf da reinspringen muss oder ob man sich von unten hochziehen muss. Deswegen werde ich das jetzt einfach... Ah, okay. Probieren. Das hätten wir jetzt gar nicht machen müssen, denn es gibt noch ein anderes Geheimnis. Das ist im nächsten Screen und da hätten wir nämlich da hier links hätten wir hingekonnt, aber... Passt schon. Noch 7. Ich weiß jetzt nicht, ob ein normaler Dreiecksprung reicht. Ja, reicht. Okay. So. Das ist nämlich blöd. Die werden hier nämlich irgendwann ungleichmäßig, wenn man zu lange wartet. Und dann braucht man so richtig beschissenes Timing. So. Da rechts ist auch nochmal ein Geheimnis. Da sieht man auch so Dreck runterbröckeln. Das ist genauso. Also es funktioniert genauso wie eben. So. Die können wir da ausschalten. Hey, you, mitkommen. Okay. Warte. Okay. Ob das jetzt so gut war, dass ich den da runtergeholt habe, weiß ich nicht. Uiuiuiui. Ich mach mal keinen Quicksave. Ach du Scheiße. So, das war schon mal gut. Kommen wir da drin. Ach, da oben ist so ein Schalterchen. Wichtig, nur ein Idiot oder ein Mörder würde an diesem Hebel ziehen. Denn dieser Hebel holt uns da links den Aufzug hoch. Allerdings benutzt er, aktiviert er auch da oben diese Fleischsäge. Deswegen müssen wir die erstmal da wegbringen. Warte. Okay. So. Können wir die jetzt benutzen? Kann man die... Oh, jetzt fährt der bis nach ganz unten. Na gut. Ich mag das Geräusch der Säge nicht. So, da in den Brunnen müssen wir rein. Holy fuck. Okay, ich muss leider einen Quicksave machen. Ich hätte ihn einfach da oben sitzen lassen sollen. So, jetzt müssen wir warten, bis der rechts aus dem Screen raus ist. Damit wir den Windmudaken aus den Fleischsägen rausholen können. Jo, okay. Warte. An die Arbeit. Okay. Sehr gut. Weil wenn der steht, wird er erschossen. So. Und wenn der da drunter steht, wird er zerfleischt. Okay, den muss ich mit nach oben nehmen. So. So hätten wir das auch.
Es macht halt richtig Bock, das Spiel, ne? Also noch jedenfalls. Es gibt noch andere Stellen, wo ich mir denke, Alter. Aber vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Mal sehen. Noch kriege ich das hier mit den Rätseln ziemlich hin. Das Schwierige wird halt nur, wenn es dann später zu den Glackens kommt, wo wir die über die Slicks Befehlen geben müssen. Das ist dann nicht mehr so toll. Ich weiß gar nicht, müssen wir die hier drauf lagern? Warte. Okay. Nee. Siehst du mal, hätte ich fast mir unnötig viel Arbeit gemacht. Jetzt machen wir hier erstmal die Dinger aus. So, da haben wir 1, 2, 3, 4. Und dann sind hier nochmal 3. Und wo ist das Ding? Achso, die muss ich dann alle mit runterholen. Gut. Dann machen wir hier erstmal aus. Dankeschön. So, sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren hier. Okay. Sollte, glaube ich, passen, ne? 5. Ihr alle. Okay. Der hat es jetzt auch kapiert. Die können die Vögel nicht wegscheuchen. Das wird mal irgendwie einer, oder? Ja, natürlich. Ihr alle. Okay. Buffköppe. So, das sollten jetzt 7 Stück sein. Ja, haben wir alle. So, jetzt fehlen uns noch 17. Dann waren das eben 28, die uns gefehlt haben. So, dann hätten wir hier alles. Das ist schön, dann können wir direkt, ich glaube Stollen 4 ist das hier. Können wir den direkt verlassen. Ich mache mal, bevor ich hier über den Abhang springe, noch schnell ein Quick Save, denn das ist mir nicht immer so ganz geheuer. Ich finde auch allgemein diese Hintergründe hier so cool. Die haben, das ist so viel Arbeit, glaube ich, weil die haben den ja jeden Hintergrund so, vielleicht nicht, nee, gezeichnet haben sie nicht, habe ich gesehen, die sind modelliert, die sind alle schön 3D modelliert. So viel Arbeit für so ein tolles Spiel. Trotzdem ein Quick Save. Ich höre schon wieder einen Slick schlafen. Ist das jetzt hier mit der Lore schon? Ja, das ist mit der Lore. Ist schön. So, den da oben können wir lassen. Dieses sollte ich vielleicht, gab's auch im ersten Teil, aber sollte ich vielleicht doch trotzdem nochmal erklären. Dieser Laser, den wir da sehen, wenn wir uns in diesem Streifen bewegen, dann wird ein Alarm ausgelöst und alle Slicks drehen am Rad und ja. Ist auch wunderschön hier. So. Ich habe immer gedacht, dass dieser rote Balken dahinter auch noch dazu zählt, aber da können wir uns ruhig drin bewegen. Es geht nur vorne um diesen pinken Teil. So, ein Quick Save. Denn wir werden diese Minen nicht deaktivieren, wir werden einfach drüber springen. Hier sind 2 auf einmal. Müssen wir auch ein bisschen aufpassen, denn die überkreuzen sich an einer Stelle ein bisschen. Habe ich jetzt gerade demonstriert? Natürlich extra,
was passiert, wenn wir uns da in diesem Balken bewegen. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 5:05. Wir haben heute Sonntag, den 19. August. Augustus. So. Die Schnellen sind halt tricky, ne? Boah, das war knapp. So, hier werden wir auch überall rüberspringen. Alter, ist mir zu blöd, da die Dinger zu deaktivieren. So, Lore. Quasi Unverwundbarkeit. Sehr schön. Top. So. Quick Save. Wir müssen uns jetzt auf einen runterfallen lassen, glaube ich. Hier. Ist das mit Quadrat? Es war mit Quadrat. Mit Quadrat steigt man auch aus. Das ist sehr schön. Wir machen einen Quick Save. Hier drüben müsste, glaube ich, nur ein Abhang sein. Mit... Ja, genau. Gut. Es gibt aber noch ein Geheimnis. Nein, gibt es nicht. Dann war das ein anderer Screen. Wir alle. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Warte. Okay, okay, okay. Mitkommen. Hier lang, okay, bitte. Okay. So, bitte nicht darunter fallen. 1, 2, 3. So. Ab wieder in unsere Lore. Quick Save. Und gleich kommt meine Lieblingsstelle. gleich kommt meine Lieblingsstelle, denn da habe ich dann sehr oft mit den 100% aufgehört, weil mir das zu blöd war. Und da bin ich einfach da durchgeheizt. Opa. Könnt ihr euch bitte wieder beruhigen? Bleibt ihr jetzt da stehen? Ich glaube, das ist aber nicht so gut, was ich hier gemacht habe. So. Okay, jetzt ist sie wieder am Pennen. Hallo! Okay. Jetzt muss ich mich gleich beeilen. Ich darf die natürlich auch nicht deaktivieren, wenn ich in dem roten Streifen drin bin.